Wenn der Mensch geboren wird, ist er zu fast nicht selbst in der Lage. Babys können zwar selbstständig atmen, aber um etwas zu trinken, um gewickelt zu werden, umgezogen zu werden und für viele weitere Bedürfnisse brauchen sie jemanden, der dies für sie übernimmt oder dabei hilft. Wenn der Mensch alt und gebrechlich wird, macht er ähnliche Zeiten durch. Er wird schwächer und weniger beweglich, kann bestimmte Bewegungen und Tätigkeiten nicht mehr wie vorher durchführen und ist auf fremde Hilfe angewiesen. Diese Hilfe kann von den Erledigungen der Einkäufe bis zum Saubermachen und Waschen der eigenen Person führen, was man ohne Hilfe anderer nicht mehr hinbekommt. Doch in dem Zeitraum, in dem der Mensch für gewöhnlich in der Lage ist, all diese Dinge allein und selbstständig zu erledigen, entwickelt der Mensch ein Gefühl der Unabhängigkeit. Plötzlich braucht man nichts und niemanden mehr und ist in der Lage, sein Leben selbst auf die Reihe zu bekommen. Während man auf die Eltern im jungen Alter noch in allen möglichen Bereichen angewiesen war, hat man diese Abhängigkeit nun hinter sich gelassen. Vor allem, wenn der Mensch anfängt, sein eigenes Geld zu verdienen und unter den Menschen eine hohe Position und Stellung genießt, wird das Gefühl von Unabhängigkeit und Unbedürftigkeit größer. Doch wer tatsächlich denkt, dass er unbedürftig ist, der befindet sich in einem gewaltigen Irrtum. Der Mensch ist zu jeder Zeit und an jedem Ort abhängig von Allah subhanahu wa ta'ala. Auch dann, wenn wir unser eigenes Geld verdienen, so ist es dennoch Allah subhanahu wa ta'ala, der uns dieses Geld ermöglicht. Und er ist es, der es uns wieder nehmen kann. Wenn wir trainiert haben, um einen schönen und athletischen Körper zu haben, so ist es Allah subhanahu wa ta'ala, der uns dies erst ermöglicht hat. Der uns unsere Gesundheit schenkte, mit der wir in der Lage sind, Sport zu treiben. Doch Allah subhanahu wa ta'ala ist es, der uns diese Gesundheit auch wieder nehmen und uns mit Krankheit prüfen kann. Wenn wir uns hinsetzen, stundenlang für eine Klausur und Prüfung lernen und uns den Kopf darüber zerbrechen und am Ende ein gutes Ergebnis erzielen, so führen wir dieses Ergebnis womöglich auf uns selbst und unsere Mühe zurück. Doch ist es Allah subhanahu wa ta'ala, der uns dies ermöglicht hat und der genauso gut dafür sorgen hätte können, dass wir im entscheidenden Moment alles Wichtige vergessen und einen Blackout bekommen. Dieses Gefühl der Unabhängigkeit und davon nicht bedürftig zu sein, kann aber auch noch viel verheerendere Folgen mit sich bringen. Wenn der Mensch denkt, dass er sich selbst genügt, dass er nichts und niemanden braucht und sein Leben und Schicksal selbst in der Hand hat, warum soll er dann noch auf seinen Schöpfer hören? Was soll ihn dann noch davon abhalten, die Grenzen seines Schöpfers zu achten und einzuhalten? So beschreibt Allah subhanahu wa ta'ala in der Surah Al-Alaq: Keineswegs, der Mensch lehnt sich wahrlich auf, dass er von sich meint, unbedürftig zu sein. Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt hier den Menschen, der seine Grenzen maßlos überschreitet und nennt als Grund dafür, dass er von sich meint, unbedürftig zu sein. Es ist ein Gefühl, das er hat, doch nicht die Realität. Denn in der Realität ist jeder Mensch von Allah subhanahu wa ta'ala abhängig. Ob er diese Bedürftigkeit und Abhängigkeit nun erkennt oder nicht, sie ist vorhanden. Wir sind immer und ständig von Allah subhanahu wa ta'ala abhängig. Und wir befinden uns in einer permanenten Bedürftigkeit ihm gegenüber. Und dies müssen wir zu jeder Zeit und an jedem Ort erkennen. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala in der 8. Ayah von Surat al-Alaq: Gewiss, zu deinem Herrn wird die Rückkehr sein. Spätestens dann, wenn wir zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren, werden wir spüren, wie bedürftig wir sind. An jenem Tag ist es Allah subhanahu wa ta'ala, der darüber entscheidet, ob wir ins Paradies oder in die Hölle kommen. Es gibt niemanden, der uns an diesem Tag helfen könnte, außer Allah subhanahu wa ta'ala selbst. An jenem Tag werden wir mehr denn je auf seine Barmherzigkeit hoffen, weil wir dann erkennen werden, dass unser Schicksal von ihm subhanahu wa ta'ala abhängig ist. Doch müssen wir verstehen, dass diese Erkenntnis an jenem Tag zu spät sein wird. Wir müssen während unseres Lebens auf dieser Welt schon unsere Bedürftigkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala erkennen und ein entsprechendes Leben führen, das davon bestimmt wird, was er subhanahu wa ta'ala uns anordnet und untersagt.